Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen, meine lieben Schnitzel und Schnitzelinchen. Willkommen zurück zum mittlerweile 38. Part von Henrys Geheimnis. Wir spielen heute Kapitel 7, die Szenen 5 bis 6. Annäherung. Was bisher geschah? Die kleine Schnüfterin Laila hat sich, getrieben von ihrem unbändigen Wissensdurst, an dem Portemonnaie ihres besten Freundes gütlich getan. Ob ich das gutheißen kann? Nee, eher nicht so. Ansonsten das übliche Drama aller ich will dich, aber mein Kopf verbietet mir, dich an mich zu reißen und zu kuscheln. Naja, machen wir einfach mal direkt weiter und schauen, was passiert. Ich will mehr Annäherung. Yay! Diesmal zeige ich es im Unterricht allen. Stimmt, Laila hat nämlich im letzten Part noch die Hausaufgaben mit Henry zusammen gemacht und wir wissen, Laila ist nicht wirklich eine Granate im Englischunterricht. Mal sehen, ob sie doch noch alle überraschen kann. Ich habe die perfekten Hausaufgaben. Ach ja? Du hast das alles verstanden? Also, sagen wir mit etwas Hilfe. Henry sieht mich nicht an, aber lächelt vor sich hin. Und sofort habe ich wieder das Gefühl zu schweben. Hä, ihr Loser? Enzo kommt auf uns zu und wendet sich an Clement und Henry. Was willst du, Enzo? Ey, bleib locker, Diggi. Er dreht sich lächelnd zu Henry um. Und Kleiner? Geht's deiner Fresse wieder besser? Ja, danke der Nachfrage. Ich erinnere dich daran, dass du ganze 4 Gorillas anheuern musstest, um eine Brille kaputt zu kriegen. Ich musste dich nicht mal anfassen, da lagst du schon auf dem Boden. Das widerliche Lächeln verschwindet aus Enzos Gesicht. Provozier mich nicht. Sie könnten wiederkommen. Wann immer du willst. Ich komm schon klar. Ich verschwende doch nicht mit dir meine Zeit. Ich bin wegen Laila hier. Enzo sieht mich an. Seine Augen blitzen teuflisch. Oh nee, geh weg. Ehrlich, geh zu deiner Boygroup. Sieht aus, als wärst du auf Amelies Party richtig heiß gewesen. Wie, was? Na, ich hab gehört, du hättest dich beim Tanzen an mehrere Typen rangemacht. Er kommt auf mich zu. Oh nee, hau ab, ehrlich. Bitte. Du tust nur immer so auf unschuldig, du Kleine. Hey! Henry hat Enzos Arm gepackt. Wenn du dich ihr auch nur einen Schritt näherst, brech ich dir den Arm. Lass mich los, du! Henry packt noch fester zu. Dann lässt er Enzo los. Der geht einen Schritt zurück, dann richtet er sich auf und reibt sich den Arm. Er versucht trotz allem, sein Gesicht zu wahren. Oh, ihr seid echt alle Loser. Er dreht sich um und geht. Jetzt bin ich aber echt getroffen. Jedenfalls. Wow, Henry. Ich wusste nicht, dass du so zupacken kannst. Der Arme sieht aus, als hätte es wehgetan. Ich sollte vielleicht auch mit Cello-Spielen anfangen. Ja, das wird sein. Garantiert. Enzo hat den ganzen Vormittag über geschwänzt. Sieht aus, als hättest du ihn vergrault, Henry. Oh, wenn du ihn bloß bis auf den Mars beamen könntest. Oh, ich glaube, der kommt schon bald wieder. Das fürchte ich auch. Allmählich gewöhne ich mich daran, dass Henry den rettenden Ritter spielt. Was macht ihr am Samstagabend? Ich hab sturmfrei, meine Eltern gehen aus. Wir könnten zusammen essen. Und du kochst? Natürlich. Dann bin ich dabei. Ich werde da sein. Tut mir leid, gerade für Samstagabend probe ich zurzeit. Die Tochter meines Musiklehrers heiratet. Ich soll am Abend der Hochzeit mit 3 anderen Schülern spielen. Oh, schade.
Gehst du dann wieder im Smoking, wie beim Konzert? Nein, ich heirate schließlich nicht. Henry, ich hoffe, du hast trotzdem ein angemessenes Outfit für die Hochzeit. Also, ja. Jasmine ist perplex. Ich dachte an das Outfit, das ich an Silvester bei dir anhatte. Meine Freundin sieht ihn entgeistert an. Du willst doch wohl nicht diese schrecklichen Klamotten anziehen. Also, das heißt, ich, Das ist eine Hochzeit. Da kannst du nicht einfach irgendwas anziehen. Hör zu. Laila und ich kommen am Mittwochnachmittag bei dir vorbei und dann suchen wir ein passendes Outfit für Samstagabend. Stimmt's, Laila? Ja. Frag Dylan, wir kennen uns mit sowas aus. So ein Angebot schlägt man nicht aus. Diese Jasmine. Natürlich kann er nicht ablehnen. Also gut, ich glaube, ich habe keine Wahl. Super. Wir sehen uns am Mittwoch um 16 Uhr bei dir. Okay. Yay, wir gehen zu Henry nach Hause. Gehen wir? Ja. Mein Bruder sieht sich um. Wen suchst du? Clement. Ah? Der ist schon vor mir gegangen. Wie geht es ihm? Hat er keine Verletzung? Was meinst du? Also, du weißt schon, die Umkleiden. Sieht aus, als wäre Maxime ausgerastet. Was? Clement hat sich geprügelt? Du wusstest von nichts? Nein? Na, dann habe ich nichts gesagt. Oh nein, jetzt erzähl mir alles. Ich weiß auch nicht viel mehr. Wenn er mir nicht von seiner Prügelei erzählt hat, dann sicher deshalb, weil es dabei um jemand Bestimmten ging. Um wen nur? Fängt bestimmt mit J an. Boah, wollen wir das machen? Nein, das können wir, glaube ich, gar nicht machen. Sprechen wir ihn nochmal auf Clement an. Clement, da. Will er nicht. Okay, Jasmine vielleicht? Aha. Was? Hat jemand was Schlechtes über Jasmine gesagt? Und Clement ist deshalb wütend geworden? Alex zieht eine Augenbraue hoch. Volltreffer. Ich kann dir dazu nichts sagen. Er nervt mich. Je mehr man versucht, mir etwas zu verheimlichen, desto mehr möchte ich es wissen. Du bist unerträglich, Schwesterchen. Sieht aus, als könnte auch er meine Gedanken lesen. Komm, spuck's schon aus. Du lässt echt nicht locker. Natürlich steht er auf Jasmine. Wolltest du das hören? Hat er es dir gesagt? Nein, spinnst du? Wir machen doch keine Pyjama-Partys, bei denen wir uns die Nägel lackieren. Tja. Manche Jungs vertrauen sich solche Sachen an, weißt du? Na, stell dir vor, er redet mit mir nicht über sowas. Einmal habe ich versucht, ihn zu fragen, aber er hat nur gelächelt und mir gesagt, ich soll das Thema vergessen. Und woher weißt du das? Das steht auf seiner Stirn geschrieben. Alle wissen Bescheid. Sogar Papa, der sonst nie was mitbekommt. Armer Papa. Na, du hast gesagt, Clement geht es gut, dann bin ich beruhigt. Ja, wie niedlich. Du machst dir Sorgen um ihn. Ach komm, lass mich. Süß. Er hat sich für Jasmine geprügelt. Mein Gott. Laila? Mein Herz fängt wild an zu klopfen, als ich meinen Namen höre.
Henry! Es ist selten, dass du vor mir in der Schule bist. Ja, mein Bruder hat mich mitgenommen. Aber für dich ist es ungewöhnlich, dass du erst jetzt kommst. Mein Vater hat mich ein bisschen aufgehalten. Wir gehen in Richtung Schulhof, wo Jasmine und Clement sicher schon auf uns warten. Aber auf halbem Weg bleibe ich stehen. Warum bleibst du stehen? Wusstest du, dass sich Clement gestern geprügelt hat? Nein. Was meinst du mit geprügelt? Keine Ahnung. Mein Bruder hat mir davon erzählt. Aber als er gemerkt hat, dass ich nicht auf dem Laufenden war, hat er einen Rückzieher gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das für Inspektor Lila wie Folter sein muss. Das kannst du laut sagen. Hast du ihn einfach mal drauf angesprochen? Ich habe ihm mehrere SMS geschickt, aber er hat abgewiegelt. Oh, das müssen wir uns angucken. Clement. Da. Du hast dich heute geprügelt? Was? Alex hat mir alles erzählt. Es ist nichts passiert, nur eine Meinungsverschiedenheit. Ich habe mich nicht geprügelt. Bist du sicher? Ja, keine Sorge. Was ist denn passiert? Nichts. Habe ich doch schon gesagt. Eine Sache unter Männern. Vergiss es. Okay, dann nicht. Hätte ja klappen können. Dann solltest du das akzeptieren. Er wird seine Gründe haben. Du hast nicht vor, die Sache auf sich beruhen zu lassen, stimmt's? Er kennt sie gut. Wenn sich Clement in den Umkleiden geprügelt hat, dann sicher nach dem Basketballtraining. Ich weiß, wer mir dazu was erzählen könnte. Ich sollte jemanden aus seiner Mannschaft fragen, den ich gut kenne. Oh nee, nicht den. Hier, wie heißt er noch? Nathan. Henry verzieht das Gesicht. Er mag Nathan nicht. Meinst du nicht, er könnte was wissen? Er ist schließlich in Clements Mannschaft. Er hebt die Hände, um zu protestieren. Oh nein, zieh mich da nicht mit hinein. Machst du dir keine Sorgen darüber, dass er sich geprügelt hat? Natürlich, das passt nicht wirklich zu ihm. Clement mag keine Gewalt. Er muss provoziert worden sein. Das habe ich mir auch gedacht. Willst du ihn nicht lieber in Ruhe lassen? Doch, doch. Es ist, als würde man gegen eine Mauer reden. Du hast recht. Ich werde mit Nathan reden. Der weiß sicher was. Das habe ich nicht gesagt. Hm? Ja, danke, Henry. Lass uns gehen. Jasmine und Clement warten. Sie ist echt unverbesserlich. Unglaublich. Ich hatte noch keine Zeit, mit Nathan über den Streit in den Umkleiden zu reden. Meine Neugier nagt an mir. Eine SMS von Henry. Ich habe Clement auf den Streit angesprochen. Oh, und? Er hat gesagt, ich zitiere, sag Lila, sie soll aufhören, ihre Nase in die Angelegenheiten anderer Leute zu stecken. Er kennt dich zu gut. Er hat geahnt, dass ich für dich danach gefragt habe. Er ist eben nicht umsonst mein bester Freund. Kennt ihr euch schon lange? Ich glaube, wir waren 7, als wir uns kennengelernt haben. Also sind wir seit 11 Jahren befreundet. Eine ganz schön lange Freundschaft. Ja. Ich muss los. Mein Vater ruft mich. Bis morgen. Gute Nacht. Ist das spannend. Oh, ist jetzt Mittwoch? Treffen wir uns jetzt bei Henry zu Hause? Yay! Ich habe dir ein paar von meinen Sachen rausgesucht. Ich habe alles auf dein Bett gelegt. Das hilft deinen Freundinnen sicher.
Ja, sein Kleidungsspiel ist nicht von schlechten Eltern. Danke, Papa. Zum Glück hast du Freundinnen, die sich um dein Outfit kümmern. Oh mein Gott, kann ich bitte mit Antoine durchbrennen? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber er ist so toll. Du weißt genau, dass ich auch allein etwas Passendes für die Hochzeit gefunden hätte. Ich weiß. Gut, ich muss los, mein Junge. Sei brav. Sei brav. Schön. Eine Nachricht von Jasmine. Hallo Henry, ich kann leider nicht kommen, um dir mit dem Outfit zu helfen. Mir ist etwas dazwischen gekommen. Lila wird sich allein darum kümmern müssen. Bis morgen, Jasmine. Natürlich. Ist klar, Jasmine. Rein zufällig ist noch was dazwischen gekommen. Ach, die Gute ist echt unglaublich. Das riecht nach einem abgekaterten Spiel. Exakt meine Gedanken. Oh, das ist sicher Lila. Ich öffne ihr. Sie lächelt mich an. Sie sieht wie immer wunderschön aus. Hallo, komm rein. Ist Jasmine noch nicht da? Sie kann nicht kommen. Ich halte ihr mein Handy hin. Sie überfliegt die SMS und sieht mich zweifelnd an. Oh Mann, es tut mir leid. Auch Lila scheint den Trick ihrer Freundin durchschaut zu haben. Ehrlich gesagt habe ich sowas geahnt. Ich glaube, ich auch. Wir fangen beide an zu lachen. Sie wollte mir bloß eine Gelegenheit verschaffen, mit dir allein zu sein. Das habe ich auch gemerkt. Ich seufze. Na, komm, wo du schon einmal da bist. Ich führe sie in mein Zimmer. Modenschau. Oh nein. Keine Modenschau. Wir sind nämlich schon bei den zwei Szenen angekommen, die wir heute spielen wollten. Nein! Sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, ich habe es ja im vorletzten Part, glaube ich, angesprochen. Mein Gott, dieses Vorproduzieren. Ich komme mit den Parts durcheinander. Wir spielen immer nur zwei Szenen. Die haben wir jetzt leider, leider erreicht. Das heißt, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Es tut mir so, so leid. Aber ich denke mal, die Modenschau werden wir dann auf morgen vertagen müssen. Startet morgen gut in die Woche. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin, Schnitzelmama over and out.